Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili feierte seine Uraufführung am 8. April 2017 am Thalia-Theater. Regie führte Hausregisseurin Jette Steckel. Es spielen viele Schauspieler. Worum geht's? Die Familiengeschichte einer georgischen Familie über 6 Generationen und 100 Jahre hinweg. Durch Revolution und Kriege des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Beginnend mit der Geburt Stasias 1900 in Georgien. Jette Steckel hat eine wirkliche Meisterleistung erbracht. 1300 Seiten Romanvorlage in 4 Stunden 30 unterzubringen, ohne dass es einem so vorkommt. Durch den Einsatz von Drehbühne und Videoprojektion werden tolle Bilder geschaffen mit einer Liebe zum Detail. Die Geschichte übt eine ganz eigene Faszination aus, dass man auch noch Tage nach dem Theaterbesuch an ihr hängen bleibt. Einige der Rollen durchlaufen auf der Bühne ihr gesamtes Leben, werden aber durchweg von nur einem Schauspieler verkörpert. Dieser Prozess des Alterns wird kreativ umgesetzt. Trotz dieser Wahnsinnslänge von 4,5 Stunden bekommt man keinen tauben Hintern, weil das Stück den Suchtcharakter einer Serie hat. Am Ende bleibt eine langanhaltende, wunderbare Erinnerung an diesen Theaterabend. Versprochen. Wir verteilen 5 von 5 Sternen. Lasst euch auf keinen Fall von der Länge abschrecken und schaut euch auf jeden Fall das Stück an. In der Kürze liegt die Würze, das ist euer Motto. Dann guckt euch doch ein weiteres Kritikvideo von uns an. Geht auf jeden Fall ins Theater.